Das ist unsere eigene Bärlauchplantage. Natürlich gibt es jede Menge Wilde auch. Die wollen nur protzen damit. Das ist der Pesto. Heißt das? Das ist ein einfachster Pesto, glaube ich. Sonnenblumenkerne rösten und dann mit Bärlauch einfach und Sonnenblumenöl stark Tourmix so pürieren. Und dann kriegst du eine Art von Pesto. Aber schau mal zuerst das Video an. Natürlich, aber das ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, weil das kannst du nicht so viel essen, weil das sehr scharf ist. Aber wahnsinnig unwiderstehlich. Aber das ist eine Möglichkeit, möchte ich jetzt zeigen. Eine solche Menge, das kann einfach so Butter, Brotaufstrich, Suppe hineingeben, Soße hineingeben, als Färben, nicht? Also tiefgekühlt, also nicht nur die Blätter sind tiefgekühlt, sondern der Pesto so vorbereiten mit einem Eiswürfelbehälter ist da unglaublich nett und praktisch, finde ich. Oh.